Moin Moin, Hadio und herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark 2024, also das tatsächlich allerneueste von dem, was es da so gibt. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir heute weitermachen wollen, zusammen mit dem ersten Run, also mit Hopper. Werden wir heute sehr wahrscheinlich zu Ende spielen. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Keine Hektik, wir legen einfach drauf los und dann gibt es ja danach immer noch die Madame Hartwood-Kampagne sozusagen. Die haben wir ja dann ja auch noch vor. So, also. Wir machen weiter. Ich freue mich sehr. Es hat gestern schon mordsmäßig viel Spaß gemacht. Also es ist in dem Genre dieses subtilen Horrors, so nennen sie es selber, ich würde sagen, schon somit das Beste, was ich gespielt habe. Also gerade im Indie-Bereich ist einiges, was mich nicht so sehr, also was ich nicht so richtig cool fand. Da ist ganz selten eins dabei, was ich wirklich richtig gut finde. Zum Beispiel ein Visage oder so, obwohl ich da schon nicht mehr unbedingt von subtilen Horror. Ist auch Bums. Aber hierbei, Skull. Dies macht schon Spaß. Da kann man schon mal getrost, kann man so machen. Will ich schon sagen. So. Denn würde ich doch mal sagen. Moin noch Marina, moin Major Tom, moin noch Archer und Big Bang Theory, moin noch Caretaker. Hallo. Guten Abend zusammen. So, dann geben wir uns doch mal so eine kleine Übersicht, oder? Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Carnby nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in The Shadow erinnert und Carnby war sich nicht sicher, wem er trauen konnte. Jetzt müssen wir einbrechen in Dr. Grays Büro. Finde heraus, was er weiß. Und finde einen anderen Weg in die Treppenhalle. Denn wir müssen erstmal einen Weg finden, überhaupt dort einzubrechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Moin Martin, moin Heigo, moin auch Rainer und Marcellos, hallo. Moin Tilly. Taschenlampe am Stissel. Gucken wir mal auf die Karte. Also wir sind gerade hier. Wir müssen in Dr. Grays Büro, das ist das hier. Tja, wir müssen eine Möglichkeit finden, hier irgendwie reinzukommen. Das ist schon mal gar nicht mal so einfach. Auf Anhieb zeigt er uns jedenfalls erstmal nichts an, was wir machen könnten. Das heißt, ich schätze mal, wir werden uns dem Ganzen einfach mal ein bisschen nähern. Reißen das dann so ganz leicht ein. Bis irgendwie wahrscheinlich irgendwas passiert. Oder so ähnlich. Mein Mari. Wir sind hier. Ich würde mal mit dem Wintergarten gucken, dass wir vielleicht rausgehen. An der Veranda vorbei, dass wir vielleicht hier so irgendwie und dann da so einsteigen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht, naja, ne? Es gibt hier noch ein Rätsel, dass wir das dann lösen müssen, um vielleicht reinzukommen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal so ganz grob damit an. Und übrigens, es gab so eine gewisse kleinere Debatte wieder wegen DLSS am Anfang. DLSS macht die Grafik nicht schlechter. DLSS bringt im Endeffekt erstmal nur mehr Performance. Es verändert leicht die Grafik. Aber nicht unbedingt zum Schlechteren. Ganz im Gegenteil. Wir hatten schon Spiele, da haben wir es dann im Stream selber halt auch umgestellt, eingestellt, umgestellt und haben uns zusammen auf die DLSS-Variante auch geeinigt, weil sie halt auch besser aussieht. Es ist dadurch meistens alles ein bisschen weicher, Konturen werden dadurch ein bisschen weicher. Das macht es tatsächlich ganz angenehm. Deswegen, ja, das passiert halt nicht einfach so, sondern in der Regel ist es halt schon echt ganz gut, wenn du halt so eine 4090 hast, die nicht immer am Limit laufen zu lassen, wenn es gar nicht nötig ist. So, wenn du ein Glas Wasser hast und das ist eigentlich schon voll, dann gießt du immer noch mehr rein und gießt noch mehr rein, aber das bringt gar nichts. Ne? Das ist ja schon voll. Und ungefähr so ist es halt dabei auch. Das heißt, mittlerweile ist DLSS sehr gut, vor allem in den neuesten Versionen. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und deswegen macht das nur Sinn, das Ganze zu nutzen, anstatt einfach nur deine 4090 heiß laufen zu lassen. Gar keinen Sinn. Deswegen, ja, bitte da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine wunderbare Sache, DLSS. Macht auf jeden Fall Sinn. Habe ich ganz bewusst an. Wer hätte das gedacht? So, Opern. Was gibt es denn Feines? Hm. Man hört sie da noch?
50 Groschen? Oder wie viel Groschen waren es? 30 Groschen, Opa? 50 Groschen. War das? Und Knochen war ihm fremd. Und ein Herz voll Sehnsucht pochte unter seinem Hemd. Und in jedem Städtchen rufen alle Jedes Mackie oder irgendwie. Ach, so wie alles. Oh. Sag mal so, wenn es noch weiter genug regnet, hätten wir uns den Spaß hier schon mal sparen können, dann wäre davon selbst vollgelaufen. Moin Marina, guten Abend. Nee, nein. Tja, und da müssen wir rein. Ne? Sieht mir aber nicht so aus, als wenn wir da von draußen rankommen. Ah. Sehr schade. Moin Moris. Guten Abend. Und das habe ich gestern vergessen, so ein bisschen am Ende des Streams zu sagen. Ich meine, ja, ich sag, das Spiel ist gut, insofern ist es eigentlich selbstredend. Aber definitiv Kaufempfehlung. Ja, das Spiel ist, kostet nämlich eine ganze Menge. So mit, selbst mit dem kleinen Rabatt, den es jetzt im Vorfeld irgendwie gab. Ich glaube, die haben es um 10% runtergesetzt. Das ist bei 53 Euro oder sowas. Aber sagen wir, wahrscheinlich kostet es so um die 60 Euro auf dem PC. Ich weiß halt nicht, ob der Rabatt jetzt noch da ist. Ist es wert, definitiv. Ist richtig gut. Diese Vollvertonung und richtig gute Vertonung alleine ist schon Sahne. Das macht das Ganze so gut. Das sieht toll aus. Die Rätsel sind gut durchdacht. Das hat eine richtig schöne Spielmechanik und so. Also es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Macht Spaß. Ich habe keine Pressversion oder so, ne? Also ich habe es selbst gekauft. Ja, ich setze es von der Steuer ab, weil es mir los ist. Aber prinzipiell safe nochmal kaufen, wenn ihr es nicht hättet. Ganz sicher. Mega gut. Absolute Empfehlung. Na gut, dann müssen wir doch nochmal versuchen, irgendwie rüberzukommen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre... Ist blockiert. Shit. Das kann ich mir also schon mal nicht vorstellen. Dass wir von unten halt irgendwie nach oben durchkommen, vielleicht durch irgendeinen Schacht oder sowas. Oder von oben halt uns irgendwie durchsacken lassen können. Die Decke war ja auch eingestürzt, haben sie gesagt. Wir werden einen Weg finden müssen. Da kamen wir durch, da ging nichts. Ella ist komplett ikus weckus. Ich würde es vielleicht mal versuchen, ganz nach oben zu kommen. Was halt jetzt aktuell das Problem ist, wir kommen hier halt nicht mehr durch, ne? Das ist dicht, alles dicht, voll dicht, großes dicht. Das ist halt so das Ding. Hier rüber kommen wir nicht weiter. Der Garten. Warte mal. Warte. Hier ist es. Warte. Die Leiter könnte es vielleicht sein. Dann kommen wir zumindest da drüben schon mal raus. Das könnte vielleicht was bringen. Und der Haifisch, der hat Zähne, ganz genau. Und er trägt sie im Gesicht. Sie ist noch da. Deswegen kommen wir da nicht durch. Massiver Besen. Das war die Leiter.
Warte mal, die Leiter umgeschmissen. Und zerstört. So. Da wären wir wieder im Treppenhaus. Soweit, soweit. Und jetzt müssen wir halt irgendwie bei Dr. Grace Bureau einbrechen. Das heißt, hier rein und da rein oder hier rum und da ran. Das wäre so der Klassiker. Das ist verschlossen. Also vielleicht eins hoch und dann über Grace Zimmer oder sowas, dann vielleicht runter. Wir versuchen es mal erstmal direkt. Ich komme jetzt zwischendurch nochmal in irgendeine Anderswelt. Reikroscherin. Tja. Zahlt es wahrscheinlich ein bisschen mehr heute. Der fliegende Holländer. Eine Schaufelrad-Dampfer. Geheime Sache. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, ich bin gar nicht so eine. Ich bin... Barricade. Siehste? Hello. I forgot to write you back. Ich wollte es noch. Ich hab's aber vergessen. Ich hab's vorhin gesehen. Unterwegs habe ich auch mit dem Handy gesehen. Eine sehr nette E-Mail, Larry Cabbage. Dafür danke ich dir auf jeden Fall. Eine sehr nette E-Mail. Den Rest schreibe ich dir dann. Das kann ich definitiv schon mal sagen. Für den Inhalt und der Worte, die Worte drin, danke ich dir auf jeden Fall. Einer der schönen Momente. Irgendwo da drin muss es einen Ersatzschlüssel für Dr. Grace Büro geben. Bedanke ich dir definitiv schon. Ich brauche den Schlüssel. Und ich danke dir für die 26 Monate beim heiligen Adak. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ziele öffnen den Safe der Verwaltung. Moin auch Christian D. Ich habe dafür nicht die Kombination. Schönen guten Abend. Aber vielleicht hatte sie Jeremy. Vielleicht hatte sie Jeremy. Er sagt, wir können sie definitiv noch nicht öffnen. Ja, sonst würde uns das ja anzeigen. Das heißt, wir gehen hoch und gehen mal zu Jeremys Zimmer und schauen mal, ob wir da irgendwas noch finden. Mein Masterband und weg zum Einkaufen. Viel Erfolg, halte durch. Weißt, wie es ist, ne? Immer schön am Rand bewegen. Nutz die Dämmerung. Bewege dich schnell und leise. Oh, nach Yves-Marie. Hallo. Salut et à bientôt. So. Das war das Zimmer von Dr. Gray. Es kann natürlich sein, dass wir mittlerweile schon Sachen haben, aber hier gibt's noch was. Detective Carnby, es tut mir unendlich leid, dass meine Nichte Sie in diesen Schlamassel mit hineingezogen hat. Bitte, bringen Sie sie mit all meinem Segen weg von diesem verfluchten Ort. Ich habe den Verschlinger der Welten vernichtet und auf dem Dachboden eingeschlossen und habe mich in ein Versteck zurückgezogen. Sagen Sie, Emily, ich wäre in Sicherheit. Erzählen Sie ihr alle Lügen, die Ihnen einfallen, um sie zu überzeugen.
bringen Sie sie zurück nach New Orleans. Jeremy. Nein, das werde ich nicht tun. Moin, Mr. Touchdown. Schönen guten Abend. Danke, Blair Kelvich, für deine Spende. Trinkgeld für die gute Unterhaltung. Vielen Dank. Auch für die netten Worte, ne? And thank you for every tip you made. So. Die Sache ist nur die. Das ist zwar nett, was er geschrieben hat, aber das hilft uns nicht weiter. Bleibt also dabei. Haben wir irgendwas drauf vielleicht nicht gesehen? Öffnen Safe der Verwaltung, genau. Tja, etwas fehlt noch. Aber das scheint der Punkt zu sein, reinzukommen. Also er sagt ja schon nicht mehr jetzt so, wie finde einen Weg reinzukommen, sondern öffne den Safe. Ich in Dr. Grace Büro ein und finde raus, was... Oh, naja. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir das nicht mehr aufbekommen. Pfleger sind nicht da, die sind hier vorhin noch rumgegeistert. Ruth ist auch nicht da. Ihr Kerl, oder das war vorhin doch aber versperrt. Das ist ja cool. Gesehen, wie mit seinem Arm da so ein bisschen durch die Wege geht. Dr. Gray ist da drin. Also wäre jetzt eine gute Zeit, um sein Büro zu durchsuchen. Ja, das versuchen wir ja. Ich glaube, ich versuch's mal, dass wir da irgendwie anders reinkommen. Ich glaube es zwar nicht, dass es klappt, aber ich würde mal versuchen, dass wir uns vielleicht drüber setzen können. Vielleicht kommen wir irgendwie von oben runter oder so. Moin, Shinya Yoko. Moin, moin. Da war Wellington. Detective Carnby, schön Sie wiederzusehen. Ist der Fall schon gelöst? Ich bin dran. Hey Grace, geht's dir gut? Oh, ihr geht's einfach prächtig, Detective. Freust du dich denn schon auf das Johannesfest, Grace? Kann's nicht erwarten. Kinder, wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Das Übliche. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank Ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Das klingt seltsam bedrohlich. Sie sollten kommen. Gott verdammt, Grace. Lauf einmal nicht weg. Der hat schon mal vorgelegt.
Behalte ich besser. Wir wollen ja nicht, dass sie verloren geht. Flurschlüssel Erdgeschoss. Da fehlt etwas. Nur Frankreich fehlt da. Frankreich. Ich glaube, da brauchen wir auch noch irgendwas. Grace Zeichnungen. Das ist auch was von diesem komischen, verdorbenen irgendwas Zeug. Ich denke mal, der Schlüssel wird es wahrscheinlich sogar schon sein. Aber wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, schauen wir uns mal eben nochmal um. Das haben wir alles gemacht. Können wir das Zeug nicht nochmal mitnehmen? Nee? Okay. Hätte ja sein können. Vielleicht hätte es uns ja selber durchaus ein bisschen geholfen. Oh. Was ist das denn? Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten, etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. 9, 1, 3, Zimmer Nummer 3, 9, 1, 3, Safe. Ich mache ein Foto, ich mache ein Foto. Dafür brauchen wir gar nicht. Den haben wir ja dabei, ne? Zwei von drei. Nice. Sehr nice. Ist die Badewanne hier eigentlich voll? Und warum sieht das so verdammt räudig aus? Na gut. Dann mal runter ins Erdgeschoss. Schauen wir mal auf der Map, ob er uns anzeigt, welches wir öffnen können. Ah ja, guck mal. Wir können es damit lösen, sagt er uns tatsächlich sogar wirklich. Und das hier können wir jetzt öffnen. Dann würde ich, glaube ich, sogar erstmal mit dem Rätsel beginnen. Oder? Ich denke schon. Ich kann nicht weg. Ich habe einen Job zu erledigen. Naja, aber mal Urlaub zwischendurch oder so. So, dann schauen wir es uns doch mal an. Erstmal gucken, ob jemand kommt. So, was? 916? Ich glaube ja. McCarthy war ein nutzloser Schmarotzer. Allein seine Anwesenheit schon reichte Carnby zu reizen. Es war wie der schlimmsten Version seines Selbst zuzusehen, wie sie ihn einfach durch ihre Wertlosigkeit verhöhnte. Carnby genoss es zwar, dem Kind zuzusehen, wie es den Säufer an der Nase herumführt, aber etwas an Grace war ihm auf erschreckende Weise vertraut. So, als sollte er sich erinnern, konnte es aber nicht. 913. 913 wahrscheinlich. Wo ist die 1? Da. 13. Es gibt keine 3. Achso, 913, genau. So, warte mal. Ich gehe nochmal zurück, das war jetzt ja schon nichts. Linksrum bis zur 9. Die 9 wird angezeigt. Die 3 wird auch angezeigt, das ist schon mal gut. Ich schätze mal, die 1 ist dann da. Also machen wir mal los. Ich hoffe, das ist richtig rum. Das ergibt keinen Sinn.
ich muss andersrum. Also. Moin. So, nochmal. Eins. Passiert nichts. Dann andersrum vielleicht. Also so rum. Eins. Es hat geklappt. Sauber. Schlüssel zu Dr. Grays Büro. Nice. Und noch ein Hinweis. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren. Denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Es ist vielleicht am Ende so ein bisschen bei Shutter Island. Wir sind selbst Patient. Ja, irgendwie so ein Spaß. Dr. Grays Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. So, erstmal Notfallweg aufmachen. Ganz wichtig. So. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Graces Bildern? Ja, die haben wir oben schon gesehen. Ein Schlüssel? Grand Reich? Oh! Schlüssel? Meine Güte, jetzt kriegen wir echt einiges. Treppenhausschlüssel. Nett. Ist halt die Frage, ob das wieder so ein Einmalschlüssel ist. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden, aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt, aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte.
Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonier bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Ja, wenn er wüsste... Ja, das sei den Drinkemix, aber ich glaube auch. Wie lange das Spiel noch geht. Also es gibt zwei Runs, ähnlich wie Resident Evil 2. Einmal er und einmal Mrs. Hartwood. Ja. Und beide unterscheiden sich und man braucht beide wirklich auch, um komplett das gesamte Spiel sozusagen zu begreifen. So nach dem Motto. Ja. Beziehungsweise halt dann wirklich jeden Plot und die ganzen Einzelcharaktere, auf die wir getroffen sind, alle komplett nachvollziehen zu können und verstehen zu können. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man dann mindestens noch den zweiten Run macht, mit Madame Hartwood, dann sind es irgendwas, ich glaube, 16 bis 20 Stunden insgesamt. Aber der erste Run, wie gesagt, ähnlich wie bei Resident Evil, also große Teile sind halt irgendwie durchaus dann wahrscheinlich gleich, ne? Mit ihm hier werden wahrscheinlich so um die 4 Stunden, 4 bis 6 Stunden noch gehen zu den 6 Stunden, die wir schon gespielt haben. Moin, Brüber. So, jetzt haben wir eine ganze Menge. Upp. Lag das da gerade auch schon? Hier hat McCarthy mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. Hier hat McCarthy mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. Suche in Grace Zeichnung nach dem Schatz. Jetzt haben wir echt einiges bekommen, ne? Treppenhaus können wir jetzt nach oben. Graces Zimmer. Wir können im Vorfeld noch was machen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum. Ah! Das ist das sinkende Schiff. Moin, Giftlieder 3, Brüber, moin, moin. Ich würde sagen, wir gehen zum Globus. Das war mit Sicherheit das beschriebene sinkende Schiff. Und das werden wir mit Sicherheit nochmal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so ein bisschen und so. So, mein lieber Globus. Das ist Frankreich. Schnaps, nice. Harte der Karibik. Und darum singe ich dieses Lied. Okay. Nee, allerdings nicht. Habe ich jetzt das eine Bild schon bekommen? Wir haben den Piratenschatz. Okay, ich glaube mehr ist tatsächlich noch nicht. Wir haben noch die beiden Schlüssel. Aber das Bild haben wir noch nicht. Was ist denn da los, Brüder? So früh schon da heute am Abend. Klingt ja fast nach Urlaub. Oh, des Sekretärs, ja.
vom Globus habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr versprochen. muss aber ganz ehrlich, aber ja. Gar nicht mal so übel. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Na, ob da der Schatz versteckt ist? Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Sehr offensichtlich, aber ich habe nichts, um es zu öffnen. Es ist so, ich auch morgen frei als Ausgleich für die Woche. Ein ganzer Tag, Brüder, ein ganzer Tag. Manchmal glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Cedar zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg gemacht aus angeberischer Architektur. Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Cedar hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Sein Luxus, Mann. Richtiger Luxus. Hoffe ich, dass du mit dem Tag viel anfängst. Autsch, Serien schauen. Tja. Also wir haben hier ja, ne, die Zeichnung. Das müsste McCarthys Room ja auch sein. Ja, das Kreuz und so, das die Richtung. Aber wir müssen es halt noch öffnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie einen Schraubenschlüssel brauchen oder so. Auf der Map sieht man ja auch, es ist ein Rätsel, wir können es aber noch nicht lösen. Und auch Ellie. Was macht der Vergaser, Ellie? Oh, sogar Maschinenpistolenmunition. Also doch. Eine Pistolenkugel. Aber anscheinend nicht. Wird mir auch nicht angezeigt. Auto steht seit Montag still. Am Sonntag mal eine Runde düsen. Ne? Ich meine jetzt nicht unbedingt den Wagen, aber wenn er fährt, dann fährt er. Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Ja? Sind wir in der Bar oder sind wir jetzt auf dem Schiff? Langnepa, ein klimpernder Mixbecher. Auch 2 von 3. Wir kommen voran. Hier passt unser Tommy Gun auch wunderbar dazu, oder? Na, können wir eine Runde spielen? Oh, ho, ho, ho.
das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Wo waren wir vorhin? Der Eifelschimmel, der hat Zähne und der trägt sie im Gesicht. Doch das Messer, irgendwie so. Das Messer sieht man nicht. Einmal abgekürzt im Text, irgendwas so dazwischen. Wie war das mit Some people said a man's made out of blood? Mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood. Skin and bone. And I owe my soul. Penny Store. Auch gesprungen, aber hey, es reizt sogar trotzdem noch so halbwegs. Tja. Kommen wir hoch, kommen wir nicht hoch. Versuch's mal auf dem Dachboden. Okay, hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Genau das. Nee, kommen wir nicht rein. Schade eigentlich. Hier gab es auf jeden Fall noch einen Mechanismus, also auch wenn wir noch nicht rankommen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir hier, wenn ich früher oder später doch noch was machen müssen. Aber gut. Bleib dabei. Erstmal jedenfalls nicht. Das ist Schroti? Was? Was ist eigentlich ein Monolix? Ja, ich hab nicht nur die Schroti, ich hab auch eine Tommy Gun. Bam, 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 bam. Na gut, dann runter. Super gut abgesichert hier alles. Hier kann auf keinen Fall irgendetwas passieren. Dampft. Erstmal draufstellen. Hier wurde Blut weggewischt. Also ist auf jeden Fall irgendeiner runtergeplumpst. Und naja, ne? Wahrscheinlich der, der da drin lag oder so. Sündenbock. 3 von 3! Yay! Wie schrecklich es sein muss, zu erkennen, dass deine Besserung nur eine Illusion war. Dass du so verliebt in die Tugend des Leids warst, dass du trotz all der harten Arbeit keine wirkliche Anstrengung unternommen hast, um gesund zu werden. Oder dass deine Behandlung zu einer solchen Obsession geworden ist, dass du, anstatt deine Wunden mit der Zeit heilen zu lassen, dein Fleisch in der Hoffnung zerreißt, dass es besser und schneller heilt, wenn es doch nur so bluten würde, wie du es dir wünschst. Werden wir jemals wirklich gesund? Was sagen Sie, Dr. Gray? Sagen Sie, Dr. Sagen? Ganz so einfach ist es wohl nicht. So, da kamen wir her. Da brauchen wir schon wieder einen neuen Schlüssel. Ja, das ist ja ein wunde Bärchen, oder? Ich brauche den Schlüssel. Lasst mich gehen, das fühlt sich falsch an. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930.
Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Okay. Hier gibt es so eine ganze Menge an Werkzeug und so. Warum kann ich denn davon nicht ein bisschen was mitnehmen? Ich meine ja nur, so für das ein oder andere. Die braucht ganz viel Munition, Alexander. Aber die macht dafür auch Schaden. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Der Fuge? Was für ein Scheiß? Ich glaube, der hat zu viel The Walking Dead gesehen oder so. Ja, wir brauchen anscheinend Sicherungen. Na, guck mal. Sicherung! Na bitte! Na bitte! Okay, da fehlt noch mehr. So ist es nicht. Schlüssel. OP-Raumschlüssel. Nett. Hier haben wir Radiograph Nummer 2. Teilaufnahme eines Gehirns, genau, das hat er ja gerade gesagt. Also wahrscheinlich Jeremys. Die durch eine verstörende Dunkelheit gestört wurde. Wahrscheinlich müssen wir das am Ende des Tages dann irgendwie zusammensetzen. Aber ich denke mal, wir werden erstmal Richtung OP-Zimmer schlendern dürfen. Moin, Mirko. Sicherung? Ich genehmige mir einen. So eine große Sicherung und dann da unten? Ich genehmige mir eine. Moin Olli, moin moin. Ah, sieht das nicht toll aus? So stelle ich mir einen richtig guten OP-Saal vor. Zahle ich doch meine Krankenversicherungsbeiträge wieder gern. Mal kurz schauen. Hier können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Genau. War nur dafür. Wir sind den Gang noch nicht runtergelaufen, ne? Also vielleicht gäbe das da hinten noch irgendwie was für uns. Längst würde ich, glaube ich, erstmal die Sicherung... Obwohl, wir gucken mal. Ich bin neugierig. Nice. Teilaufnahme eines Gehirns, ja genau. Das ist eine weitere Aufnahme. Sehr gut. Oh, noch ernst. Diese selbstschließenden Türen hier in dem Spiel.
Ja, da kommen wir nicht. Und auch Calais. Transorbitale Lobotomie nach Freeman. Sputz, sputz. Wenn nichts anderes mehr hilft, warum nicht einfach mal jemanden Flock durchs Auge ins Gehirn treiben? So. Das ist besser. Ja, meinst du? Bist du sicher? Röntgenbild platzieren, jetzt können wir es noch bewegen. Können es noch drehen. Hier ist der Rand bereit, nicht wahr? Wenn es mal so halbwegs so aussieht. Doch, yo. Dann würde ich sagen. Es gibt nur die drei Positionen wieder hier. Okay. Interessant. Ich sehe gar nichts mehr. Die drei Positionen. Fangen wir mal lieber damit an. Und drehen. Es gibt wirklich nur die drei, okay. Ja, na, so irgendwie. Ich glaube, an dem können wir uns orientieren. Oder? Da ist ja diese komische Schrift mit dran und so weiter. Ich glaube, das könnte vielleicht was sein. Da die ja nicht auf dem Kopf steht, wird das mit Sicherheit sein, oder? Niemals. Ich würde sagen, darin ver... Ey, nein! Oh. So. Soweit so irgendwie. Immer noch Tribune, immer noch Dida. Guten Abend. So. Jetzt aber. Immer die weiße Kante wahrscheinlich, ne? Also hier an den Außenrändern, glaube ich, können wir uns gut orientieren. Da müsste vielleicht gehen. Ich würde mal sagen, eher so nein. Aber irgendwie muss es ja dazu passen. Boah, ich drehe einfach mal fleißig weiter und wir gucken einfach mal, nicht? Also, na, vielleicht das? Guck mal, das sieht doch schon mal besser aus. Sieht gut aus. War jetzt das nächste? So.
ich leg's mal erstmal noch beiseite. Wir nehmen erstmal alle, bei denen ich, wenn ich mir so sicher bin, wie das, was ich da gerade so halbwegs habe. Naja. Dass wir die trotzdem noch irgendwie übereinander. Ihr meint ja Teilbereiche. Das passt sogar auch mehr, ne? Oh, jetzt hat er das resettet. Ey! Okay, das passt definitiv besser. Ey, oh! Ich würde es mal mit dem hier versuchen. Ah? Oh, okay. Nice. Jeremys Finsternis. Schlüsselgegenstand. Warte. Wo kommt das jetzt her? Ist das jetzt irgendwie rausgewachsen oder so? Ein zerbrochenes Stück gebrannten Tons. Die Größe deutet darauf hin, dass es zu einer Statue gehört. Aber was? Moin Shreele. Ich habe keinen weiteren Schlüssel oder irgendwas bekommen, ne? Gucken wir mal bei Dr. Gray hatte Jeremy einigen sehr gründlichen medizinischen Untersuchungen unterzogen. Er versuchte, Jeremys Geschichten zu durchdringen und die Wahrheit zu erreichen, ähnlich wie Carmby. War es möglich, dass Dr. Gray ebenfalls versucht hatte, den Vertrag zu brechen? Wir müssen eine Statue finden. Jetzt komme ich nicht mal hier rein? Da war ich doch vorhin noch drin. Nur eine. Okay. Jetzt komme ich hier nirgends mehr rein? Okay. Sand. Okay. Warum passiert das immer wieder? Was soll ich nur tun? Der Wasserpegel steigt. Sink or swim? Es geht los. Mit Update Schröder. Der zweite Teil. Ja, ich glaube, wir sind wieder zurück in unserer Welt. Und wir sind wieder zurück. Die ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. Ja, auf dem Dachboden war ich tatsächlich noch nie. Ich meine, er hatte einige Skulpturen ja auch bei sich in Jeremys Finsternis, okay. Ah. Ah. Sieht mir aus wie ein Soggel.
Natürlich können wir das Teil auch noch bewegen. Sieht nach Sockel aus. Wenn ihn Talisman, um Jeremys Geist zu öffnen. Aber was? Ich weiß noch nicht, was ich eingeben muss. Achso, jetzt weiß ich es. 641. Galgen? Fenster? Jetzt sind wir endgültig auf dem Schiff angekommen, glaube ich. Dem Gruselschiffchen. Kennen wir den? Ich weiß es nicht. Mein Monster. Das ist der Galgen. Guck mal, ob wir hier noch irgendwie halbwegs mit rauskommen. Sieht so aus. Ich schätze mal, wir werden da drunter springen müssen. Na dann, Hopskikowski. Ah! Ah, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich glaube, ich hatte mich gerade so ein klitzekleines bisschen festgebackelt. Oh, nein, ist das Jeremys Versteck? Hallo? Ist da jemand? Jeremy? Ich brauche Hilfe! Warte, können Sie mich hören? Ich stecke im Schlamm fest! Jeremy, wo sind Sie? Der Motor ist hinüber. Ich kann nichts mehr tun. Halten Sie durch, Jeremy. Ich überlege mir was. Ich mache das Boot startklar. Aber er meinte, dass er Angst hat, dass das Boot dann sinkt. Wollte ich nur mal so nebenbei, so ein bisschen, ne? Oder ignorieren wir das Ganze jetzt einfach? Roller. Oh, danke, Schröne. Jetzt müsste es besser passen. Moin, Scribbo. Den Motor wieder starten. Da hinten standen wir irgendwo schon mal. Vor einer halben Stunde oder so. Scheint einfach kein Hochseeschiff zu sein, ne? Vielleicht ja wirklich eins von diesen Schaufelraddampfern. Gott. Erstmal kurzen. Das war mit Sicherheit nicht das einzige Vieh.
Das Boot hat sich in dieser sumpfigen Stelle festgefahren. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann ich vielleicht rückwärts wieder auf den Fluss fahren. Und ganz nebenbei noch irgendwie Teile von Jeremys Geist oder was auch immer befreien. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie er sich das so vorstellt. Naja, es ist so ein Schaufelraddampfer. Es sieht aber schon arg gebeutelt aus. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich da so mitgehe. Ich glaube ja irgendwie nicht so wirklich, dass wir das Ding nochmal zum Laufen bringen. Beziehungsweise, ob das überhaupt, also, ne? Wenn ich dann doch noch irgendwie anfängt unterzugehen. Ich finde einen Weg zum Maschinenraum unter Deck. Ihr Beiboot? Machen wir erstmal gleich. Ich schaue erstmal, was es hier oben noch gibt. Aber das sieht ja schon mal echt ganz Schickikowski aus. Ah, aber das ist auch unterlassen? Nee. Bleib unten! Aber die MP ist dafür nicht so sehr geeignet. Ich glaube, das hat man schon mal deutlich gesehen. AK, volle Kraft voraus. Schleichfahrt, was auch immer. Schrotmuni geben sie uns an die Hand. Also soll die Schroti vielleicht eher was sein, ja? Geh mal auf den Revolver, dafür haben wir nämlich sogar noch so die eine oder andere Kugel. Sein, sonst geht das ja alles gar nicht. Du hast hier keine Servolenkung oder so, ne? Dann müssen im Zweifelsfall ja auch ein paar Leute dran rumrudern, das hat irgendwie funktioniert. Interessant. Zäh, kleine Mist. Oh. Endlos Äxte. Interessant. Forscherkammer auch noch. Ich bleibe erstmal bei der Axt. Fühlt sich so danach an, als wollten sie uns auf irgendwas Großes vorbereiten. Könnte das vielleicht sein? Wahrscheinlich müssen wir, um weiterzukommen, irgendwas kaputt machen. Deswegen die Axt. Da waren wir. Ist hier vielleicht kaputt, oder? Sieht eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Meine Güte, sieht das vertrauenserweckend aus, oder? Flug auf einen Spot? Nein! Ja. Das hat gar nichts zu bedeuten. Na, Teppiche? Oh, leerer Treibstoffbehälter.
nett. Hier fehlt Treibstoff. Mit so einem kleinen Ding kriege ich den Motor zum Laufen, ja. Ich meine, das dürfte doch ein recht großer Motor sein. Ich bezweifle ja, wenn ich da irgendwie so ein kleines Schnapsgläschen reinfülle. Dass der auf einmal wieder anfängt zu laufen. Bezweifle ich sehr stark. Oh. Naja. Vielleicht sind es so 2 Liter oder sowas. Vielleicht muss ich das jetzt auch nochmal so um die 100 Mal machen oder so. Und dann funktioniert es wieder. Kettensägenbenzin. Sägenbenzin. Ja, auch ja. Oder für einen Flammenwerfer. So wenig, wie wir da reingeklappt haben. Das muss eigentlich jeden Augenblick wieder ausgehen. Also ich hätte so wenigstens so 4-5 Mal hätte ich das schon, glaube ich, gemacht. Aber ich muss uns so ein bisschen ranhalten. Zwei volle Schrotladungen. Ich habe keine Kugeln mehr. Das ist jetzt irgendwie langsam, aber sicher ein bisschen doof. Okay.
Okay. Jeremy rief um Hilfe, aber Carnby konnte nicht herausfinden, woher die Stimme kam. Für einen Moment fragte Carnby sich, ob das Dampfschiff selbst Jeremy war oder ob er sich irgendwie darunter befand. Aber gerade spielte das keine Rolle. Jeremys Wunsch war eindeutig. Er wollte, dass Carnby das Dampfschiff in Gang setzte und aus dem Schlamm hinaus bewegte. Okay, also ich kann, Gas kann ich nicht geben, ich kann nicht lenken. Ich hab's erwischt, aber ich hab keine Kugeln, ich hab keine Heilung, ich bin voll am Arsch. Soll ich mal manuell, ich kann gar nicht manuell speichern aktuell. Ja, also, geht leider nicht. Hoffen wir einfach mal, dass da nichts passiert. Ich nutze jetzt einfach mal das Ding hier und wir werden sehen. Ich brauche mehr Zeug. Ich brauche mehr von allem. Mit dem Rettungsboot auf dem Hauptdeck runter. Was? Rutschte mit dem Rettungsboot auf dem Hauptdeck runter in den Frachtraum. Okay. Oh, herrlich, 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 herrlich. 20 Kugeln. Treibstoff, ja, wäre natürlich jetzt was. Cheat. Worden, so Zaron. Alien? Ist das ein Alien-Ei? Bevor ich hier irgendwas auslöse, so echt alles Mögliche erst damit. Meine Güte, die geben uns jetzt aber. Nochmal Pistolenkugeln, also. Die füllen gut auf. Ich denke mal, das geht gleich schön weiter mit den Files. Okay. Habt ihr mal. Muss ich vielleicht selber noch Kohlen schippen gleich oder sowas? Oh, Pfeil. Immer so gut ist, Ellie, ob das immer so gut ist, ist so eine zweite Frage. Okay, okay, okay. Ja, dann gib ihr. Oh, wow. Machen wollen die ganze Zeit. Was heißt das denn? Dass sie soll. Ich bin der Auslöser. Ich musste sterben, damit die Geschichte beginnt. Welche Geschichte? Was meinst du, Jeremy? Vor 30 Jahren. Frederick verließ sich auf meinen Tod. Das ergibt alles keinen Sinn, Jeremy. Alles
finden Sie Ihren Fokus. Ich hab alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Bin meinem Tod entkommen. Meinem Schicksal. Nochmal, finden Sie Ihren Fokus. Ich bin auch da. Was zur Hölle passiert hier? Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Ich bin auch da. Ganz ruhig, Mr. Carnby. Was wollen Sie? Sie haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet? Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen. Alles in Ordnung, Detective? Nein, also ich glaube nicht, also vielleicht. Ich muss gehen. Ich muss zu Jeremy. Gut. Sagen Sie, wenn Sie ihn gefunden haben. Ich meine, wir sehen mittlerweile auch... Das war Jeremys Selbsttäuschung? Ein Dampfboot, das im Schlamm feststeckt? Ich kann nicht behaupten, ich würde irgendwas davon verstehen. Psychoanalytischer Unfug. Ja, wir sehen halt aber auch schon, guck mal, wie wir aussehen. Also wenn es einen Beweis dafür gebraucht hätte, ne, dass wir irgendwie was miterlebt haben, dann muss man eigentlich nur mal den Hopper mal sich genau anschauen, oder? Könnte Graces fehlende Zeichnung bricht den Vertrag des Schattenmanns. Das ist aber ne, so insgesamt das Ding. Versuch jetzt mal. Okay. Gespeichert. Ja. Witzig, dass er sagt, überschreiben. Da war nichts. Aber gut. Danke für den Hinweis, Ilaria. So oder so. Vorsicht und so, ne? Wichtige Sache. Sind wir in seinem... Ist er wieder weg? What? Wir bilden uns doch den Dr. Gray einfach nur ein. Sind wir doch nix. Dringend mal Heilung. Oder wir brauchen Ruth, die ja die ganze Zeit eh mit Schnaps durch die Gegend rennt. Für so einen kleinen... Für eine kleine Extra-Heilung. Guck mal, der Wandschmand, der ist schon irgendwie immer weiter jetzt hier dabei, ne? Guck mal, der breitet sich immer weiter aus im ganzen Haus. Warte mal. Wir können ja mit einem Schraubenzieher könnten wir immer noch versuchen, ja, dieses eine komische Geheimversteck des Säufers zu bekommen. Ansonsten bleibt es eigentlich dabei. Also jetzt aktuell haben wir nicht irgendwie noch irgendeinen Gegenstand. Wir haben noch keinen weiteren Schlüssel. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Entweder so oder so. Würde ich beide Varianten spielen. Ich würde sagen, darüber müssen wir dann am Ende mal ein bisschen schauen. Aber ich denke wahrscheinlich schon. Mal gucken. Nächsten Tage, sprich eigentlich heute oder auch schon morgen, kommt tatsächlich auch noch eine ganze Menge anderer Krebs raus. Aber irgendwann spätestens mit Sicherheit. Ob jetzt direkt im Anschluss, das weiß ich noch nicht. Da wird es jetzt halt echt recht voll. Ich will mich da halt nicht hetzen. Moin, auch. Schade. Da ist auch nichts mehr drin. Also ein kleiner Tropfen. So ein klitzekleiner Tropfen vielleicht. Das hat auch so aussieht, könnte an dem Flachmann liegen. An dem er pausenlos nippt. Kein Beweis für irgendwelche abnormalen Vorkommen. Ja, ich glaube auch, wir sind eigentlich die ganze Zeit immer nur ganz weit weg. Und ich glaube...
Zwischendurch landen wir halt immer auf seiner Couch. Wir sind eigentlich hier auch nur Gast. Bis jetzt ist das Spiel ziemlich cool, Senat. Also, ich find's ziemlich geil. Ist aber auch mein erstes Spiel aus der Serie, so alles in allem. Also. Aber ja, jetzt was Neues. Yay! Und erstmal kurz. Sogar zwei! Wir haben noch zwei extra. Eieiei. Hallo! Na, da haben wir noch eine rein. Nahrung für die Seele. Ist denn hier überhaupt. Warum ist denn hier auf einmal so viel Zeug für uns? Vertrau mir? Okay. Bruder, du musst mir vertrauen. Dies ist der wichtigste Moment in der Geschichte unserer Familie. Ich weiß, dass du deine Zweifel hast und dass die furchtbare Mama Loa dir Lügen erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich verspreche es. Lottie. Die Lottie. Tja, ne? Zumindest haben wir ein bisschen was Richtung Heilung und so gedönst. Das ist schon mal echt ganz anständig. Da sind wir wieder in seinem Zimmer. Ich meine, es hat uns schon mehrfach geholfen, ja, so ist es nicht. Ich dachte ursprünglich, dass wir eine seiner Statuetten hier vervollständigen müssen. Nicht irgendwie ganz komisch oben auf dem Dachboden. Sollten wir vielleicht sogar... Ja, sollten wir auf den Dachboden gehen. Da sind wir das letzte Mal ja in so eine andere Welt gemorpht. Haben wir deswegen auch noch irgendwas übersehen? Oder konnten halt auch noch nicht sehen? Mal gespannt, ob wir jetzt wieder reinkommen können. Ja, schön. Und wir sind wieder zurück. Die ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. Ja, wir haben hier vorhin, glaube ich... Steht zwar eh dran, aber ich kann kein bisschen damit interagieren. Weiß nicht, was da noch so geht oder was damit gehen soll, aber aktuell sieht es mir eher nach einem Nein aus. Setierte Scherbe. 2 von 3. Weiß nicht, im Zimmer von Säufer. Ja, wir brauchen ja, also am Ende ja. Ja, wir brauchen hier noch irgendwie was wie ein Schraubenzieher oder so, um das Ding halt da zu öffnen, ne? Diese komische Lüftungsklappe. Oh ja, bringt uns das nichts. Aber wir können trotzdem reingehen. Alles dafür da? Nee. Jetzt habe ich hier noch... Was ist das? Ups. Moin moin auch Johnny. Komm nicht mehr weiter. Sieht ja schon ein bisschen wackelig aus, oder? Also hier geht irgendwann was. Ich will gar nicht ganz genau wissen, was meine Regie vorsehe. Und mein Tom. Abend, die Herren.
Schade. Ich schau nochmal in den Keller. Ich muss mal gucken. Trau mir Nachricht. Es bleibt. Finde Grace fehlende Zeichnung. Es gibt nichts, was noch wieder beisteht, was wir machen könnten. Also im Grace-Zimmer waren wir ja schon. Sagen wir, versuchen es mal. Ja? Ich glaube, ich würde es einfach mal versuchen. Ab ins Erdgeschoss und wir versuchen es mal. Ich geh mal direkt mit rein, vielleicht hat sich ja irgendwas geändert. Vielleicht liegt da ja jetzt ein Schraubenzieher. Vielleicht kann man einfach gegentreten oder irgendwie sowas. Ob wir es überhaupt noch öffnen können? Ja, können wir. Also wenn hier nichts geht, würde ich auf jeden Fall versuchen, nochmal in den Keller zu kommen. Frames oder irgendwas aus. Es ist alles auf grün, sieht alles wunderbärchen aus. Willkommen. Ja, also versuch mal, ne, deine Auflösung manuell einzustellen. Beziehungsweise die Auflösung runterzustellen, ein Stück weit bei YouTube. Kannst du mal versuchen. Aber meistens hilft es schon, wenn du die einfach nur von automatisch auf manuell stellst. Versuch mal. Wenn ich eine Zeichnung werde, wo würde ich sein? Auf dem Scheißhaus. Naja, kommen Sie mal, ehrlich. Das ist mein Zimmer. Ich gehöre hierher. Sag ich doch, wie Shutter Island. Asche von Indigo. 2 von 3. Ich erkenne diese Aussicht. Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. Okay, hast du sie? Na dann mach mal. Ich habe sie bei mir. Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. Danke. Sollte es kommen, ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht erkannt habe. Ist irgendwas hiervon real? Und dann haben wir hier noch 196XXXXLA. Also 196 könnte es natürlich sein, ne? Versuchen wir es mal. Das wäre... warte mal, wie war das jetzt wieder? Genau, 1. 9. Versuche die Gegenstände im Inventar. Aber ich glaube, das müsste es schon sein. Soll mal überlegen. Hier ist definitiv die 1. Das heißt die 9. Was hatte ich gesagt? Was brauchen wir? 1, 9, 6. Also 1.
1. 9. 3, 4, 5, 6. Ist das auch wirklich die 9? Ja. Habe ich noch irgendwas übersehen? Hier nach Raum. Zünke. Skyline? Das muss es sein, oder? Naja, ist es auch. Sagt mir, wir sind in der Lage, es zu lösen. Der leere Raum fühlte sich immer vertraut an. Er roch vage nach geknickten Blättern und nassem Sand, was Besucher den Eindruck vermittelte, hierher zu gehören. Aber das war natürlich nicht echt, aber immer noch realer als viele andere Dinge, die man finden mochte. Oh, die Schweiz, ey. 196 LA. Ist einfach nur anders? 196 XXX. Eine 10 hätten wir. 19 gibt es nicht. Weißt du? Ich habe nur vertan. Ich glaube, das war schon richtig. Versuch's mal nochmal. 1. Zu langsam. 1. Nochmal andersrum. 1. Ja. Ist das LA vielleicht wichtig? Ja, oder die 3x danach. Also ein X für die 10. Also eine 10 kriege ich hin. Da ginge was. Das ist nicht die Safe-Kombination, ja. Sagen uns auch, wir sollen das Zimmer untersuchen. Ja, wir sind mit dem, was wir haben, auf jeden Fall imstande, es zu lösen. Und auch Hasi. Ja, warte mal. Hey. 692. Das könnte es sein. 196 692. 692? 692. Suchen wir mal die 692. X. 9. Ach, schadern. Ich kann Max Denke sehen. Ey, schadern. Pikayune Schlüsselgegenstand. Eine alte Münze aus der Zeit, in der Louisiana eine spanische Kolonie war. Und noch was zu lesen. Detective, ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich, aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. McCarthy. Oh, thank you.
Da finden wir auch ein Stück des Puzzles, wir brauchen in seinem Zimmer, okay? Wir müssen in McCarthys Zimmer. Finde die fehlende Zeichnung in McCarthys Zimmer hier. Wie lange war ich wohl hier? Die Frage ist, was hiervon ist real, was wir hier sehen in dem Raum? McCarthys Zimmer. Bleibt dabei. Also irgendwie. Sie sagen, wir können es jetzt lösen? Ich habe doch gar nichts bekommen. Also, nichts dafür. Nice. Schon wieder Munition. 17 Kugeln. Easy. Okay. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Wirklich die Münze? Okay. Die Zeichnung. Das sieht irgendwie aus wie eins der Viecher, gegen die wir schon mal gekämpft haben. Moin auch, Kila 112. Moin, moin. Abend. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Oh. Oh. Deswegen die Munition. Grüß mir die Kieler Woche. Lang ist's her. Aber nicht vergessen. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Erst Ende Juni. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr wieder. Das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren oder so da. Oh, nice. Glaube ich, das hört hier nicht so schnell auf. Erstmal kurz. Meine Güte. War das nicht eigentlich, das waren doch die Käfer noch aus dem Wüstenbiom. Naja, gut. Vielleicht hat der ein oder andere Skarabäus uns einfach, es ist einfach nachgekommen. Kann natürlich passiert sein. Vielleicht ist das sowas ähnliches wie Mistkäfer. Vielleicht riechen wir mittlerweile einfach ein bisschen strenger. Da kann es schon sein. Unwahrscheinlich ist das nicht. So, jetzt werden wir wieder drehen dürfen. Zeichen bewegen. Letzte tauschen. Ah, drehen, ja, genau. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und sagen, das kommt doch hin. Kommst hier nicht hin. Aber das ist doch sehr markant. Sieht gut aus.
Na, das ist okay so. Oder? Ja. Come on, best. Und ich danke dir, Kieler 112. Bist du, ne? So, okay. Also ich würde sagen, das hier und das hier ist safe. Ich glaube, das hier könnte noch woanders, könnte aber schon halbwegs richtig liegen. Den werden wir auf jeden Fall tauschen müssen. Ich sag nö. Ja. Nein. Gut, nicht? Doch, doch. So, und du, Freund? Ich glaube, das hier könnte vielleicht auch hier oben mit reinkommen. Sieht gut aus. Okay. Irgendwas ist noch falsch. Ist hier vielleicht? Vielleicht das hier doch hier nach oben hin? Schaut mal. Nein. Ich würde sagen, der hier passt nicht. Was ist doch der hier? Mal, ob es hier unten geht. Die hat hier halt mit Schwarz relativ hart drüber gezeichnet, ne? Insofern. Kann ich es gar nicht mal so richtig erkennen. Sieht das hier nicht ganz richtig aus? Also der linke untere Teil schon, aber der obere irgendwie nicht so ganz. Und herzukehren. Also oben mittig passt nicht. Ah, wir können es mit unten die rechte Ecke vielleicht tauschen. Hallo? Das sieht doch schon mal ganz anständig aus. Das allerdings nicht. Ach Mann. Das war sogar das Bild, das wir jetzt hier am Ende noch gesehen haben. Das ist safe. Ich würde sagen, das ist safe. Das ist es nicht unbedingt. Es dürfte ziemlich stark danach aus, was es vorher war. Mist. Das passt deutlich besser. In die Mitte? Das obere in der Mitte drehen? Mitte tauschen? Ja, das hier sieht schon mal besser aus. Ja.
Tafel. Was? Wie? Autsch? Lampe? Bilder? Torte? Definitiv Torte. Ich sehe gesalzenes Karamell an gebrannten Walnüssen mit Vanilleeis. Oh, ja, ich sehe Kokosnüsse oben abgeschnitten, aufgefüllt mit Partygetränken. Und eine kleine Diät-Cola natürlich. Ja. Ein total natürliches Phänomen. Ganz natürlich. Ich tippe mal drauf, das wird irgendeine der Anomalien des Wassers sein, ja, die die Tür geöffnet hat. Ganz sicher. Wahrscheinlich die dritte. Da wird irgendein Japaner ein Reagenzglas gesungen haben. Dann hat das ein ganz komisches Vertrocknungsmuster da zurückgelassen. Naja, ne? Lange Geschichte, kurz Was? Und Zugluft. Ganz genau. Inka. Ah ja. Das kommt mir bekannt vor. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier. Ich bin eine ausgedachte Figur Jeremys. Schreibtischschlüsselgegenstand. Haben wir. Das bin ich. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, in der Depression und im Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um meinen Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Er wird auf Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Western Union. Ein von Gabriela Saunders am 25. Dezember 1928 abgeschicktes Telegramm. Namen oben kommen mir zumindest erstmal nicht bekannt vor. Also ich glaube, das hat mit dem eigentlichen Fall, wegen dem wir hier unterwegs sind, nichts zu tun. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Ernsthaft? Wir haben nicht unseren eigenen Schlüssel, den Schlüssel für unser eigenes Büro. Ich sag euch ja, ne? Wenn es was gibt, was ich überhaupt nicht mag, dann ist es, seinen eigenen Schlüssel zu verlieren. Das ist mir das letzte Mal passiert, ich glaube mit 13 oder so. Eine sehr, 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 sehr tiefe Wunde in meinem Lebenslauf. Sag doch. Bis heute. Das wünschte Keim. Okay, hier kommen wir nicht raus. Da hätte es mal noch eine andere Loot gegeben. Ich meine, schaut mal, ne? Also, da kannst du schon mal, da kannst du schon mal. Muss aber langsam auch mal ein bisschen stinken. Also kannst du mal ein bisschen den Kopf abdampfen lassen, aber... wohl nicht. Okay, vielleicht haben wir hier irgendwas im Kinderzimmer übersehen. Erstmal auf den Bildern ein bisschen rumtrampeln. Mein, schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden. Aber bleibt dabei. Erst einmal jedenfalls passierte nicht mehr allzu viel. Da können wir auch nicht.
Edward Carnby, PI. Privatermittler. Sicher. Private Investigator. Er war wieder im französischen Viertel. In seinem Büro, um genau zu sein. Ein Ort, den Jeremy mit Sicherheit nie gesehen hatte. Das konnte nur heißen, dass der Schattenmann in Edwards Geist gegriffen und einen Ort herbeibeschworen hatte, um ihn zu quälen. Ich spüre schon, dass wir bald mit dem Schattenmann einen Vertrag schließen müssen oder sowas. Mehr haben wir einfach nicht. Ich kann auch nichts bewegen. Ich kann nichts auswählen. Also, uns fehlt definitiv noch was. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Wohin ich zuerst gehe? Es gibt hier auch keinen Punkt, wo wir, ne? Ist nicht noch selber irgendwas, was ich hier... Such nach dem Mädchen. Detective, ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich, aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen... müssen sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden sie ein Stück des Puzzles. Das war ja das von eben. Joa. Ja, interessant, ne? Das haben wir vorhin gesehen, das Bild. Also das gehen, das haben wir gestern gesehen, ne? Ganz sicher. Das hatten wir in diesem Lagerhaus. Am Pier. Tja. Aber ich komme hier nicht durch. Das heißt, wo zum Deibel? Was meint er damit, dass wir nicht... Schauen wir so, wo wir hingehen. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Ist vielleicht davon ab, wie ich mich gehe? Also wohin gehe, wie ich mich gehe? Kann ich hier was machen? Welcher Reihenfolge ich vielleicht durch Türen gehe oder so ein Spaß und dann landen wir am Ende wieder in einer anderen, Dimension? Echt sowas? Schon durch. Weil bei der Tür können wir definitiv durchmachen. Ich habe auch noch eine Pistole. Nicht, dass man damit irgendwas erreichen kann, aber... Versuchen kann man es ja mal. Also Staub wurde ja auch schon lange nicht gewischt. Zimmerlampe? 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 Jetzt hier auf Anhieb nichts, was ich mit der machen soll. Okay. Ein zerknüllter Zeitungsausschnitt vom 23. Dezember 1928. Geil. Es sind aber mehrere Sachen drin gewesen. Ah! Fotografie, Schlüsselgegenstand. Ja, bitte! Ja, wir sind wieder im Geschäft.
Mr. Saunders sagt, ihr Mann hätte ein Bild gestohlen und würde es verkaufen wollen. Was können wir denn machen? Also wir haben die drei. Wir haben drei Gegenstände, drei Positionen, 9 möglich. Spiele länger als 8 Stunden. Ein voller Arbeitstag. Okay. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Gut, will gelernt sein. Ja, gemeint, dass er normalerweise nimmt, kriegen wir immer eine Sache, die nimmst du halt instant. Und wenn noch irgendwas ist, was du nehmen kannst, ist davor ja auch mal dieser kleine weiße Kreis, wie hier bei der Türklinke, ne? Also ich würde sagen, da haben sie uns mal eben ein bisschen genatzelt, nicht? Solange es läuft, läuft's. Okay. Falls wir mal brennen, ne? Sieht aus, als hätte einer versucht, die eine legendäre zu spielen, das macht ja. Auf erstmal kurz. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden rausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten. Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja, da zieht sich definitiv ein roter Faden durch. Mal gucken, wo er sich so hinzieht. Ja. Was? 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 Lass ich mir nicht zweimal sagen, nicht? Wenn ich mal gratis rumballern darf, ne? Sagen, wir haben die Kunst hier drin auch eher verschönert als alles andere. Oh, und auch Blut. Wir folgen mal dem Faden. Vielleicht ist es auch nur eine gemeingefährliche Falle. Die einfachste Falle der Welt. Jetzt verlieren wir unsere Niere. Spürst. Es kribbelt in der Seite. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, guck mal, gratis kurze. Nein, oh Gott, rein damit. Nein, ich kann nicht mal. Oh. Bricht mir das Herz, aber wir müssen ihn zurücklassen, den kurzen. Ja, wie,
versuchen es mal so halbwegs hier durchzuschleichen. Das ist der Shutter Island, Leute. Ja. Geklappt. Oh. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Ich bleib mal noch kurz im Schleichmodus. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob sie auf unsere Taschenapparate reagieren oder nicht. Ich glaube, och Mann. Ich hab mich eigentlich schon drauf gefreut, ein bisschen Straßenbahn zu fahren. Lang. Okay. Na. Na. Wenn ich da mal nicht gleich rechts lang müsste, aber ich guck mal trotzdem kurz vorne nach. Vielleicht gibt's ja noch was Tolles. Ein Souvenir. Es ist eine Waffe. Der Kerzenhalter. Natürlich. Dafür lasse ich die Axt liegen. Ich habe noch nie mit dem Kerzenhalter gekämpft als Nahkampfwaffe, deswegen würde ich den tatsächlich sogar benutzen. Genau, hier führt er wieder durch. Dann irgendwie so ein bisschen oben und so. Wenn die wüssten, ja, was so richtig guter Garn kostet, würden die mit dem hier nicht einfach so hausieren gehen. Nein, nein. Auf dem Weg zum Hotel holte mich die Morton-Gang ein. Ich schuldete denen Geld, viel Geld. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wofür ich es ausgegeben hatte. Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden, die sich immer weiter anhäuften, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Ich schickte einen von ihnen zu Boden und die anderen rannten davon. Kronleuchter, nimm den Kronleuchter! Damit hat er nicht gerechnet. Ich hab's in seinem Gesicht gesehen. Der war erschreckt, aber volle Kanne. Na, jetzt sind wir so ultra langsam. So vorsichtig mit so einem Molly umgehen. Zündet er sich automatisch bei an? Okay. Er hatte den Lauf der Schrotflinte gelegt und dachte sich, nein, nein, nein. Voll. Jetzt vielleicht? Ja. Das ist sehr interessant, dass man die Mollys so verwenden kann. Sehr, sehr interessant.
Vielleicht, ganz vielleicht. Hätte mir diese Information auch schon früher helfen können. Jo, Tobi, wie war das vorhin mit diesen komischen Flock direkt ins Hirn gejagt und so? Genau, das is ist es. Das ist es. Würde hier aber auch so dem einen oder anderen helfen. Nicht nur den. Hold it. Seltsame Serviette. Oh, die ist aber seltsam. Die nehme ich mit. Ich bin Max und ich sammle Servietten. Servietten? Ja, Serviette. Ich hatte ihn gefunden. Im Gästebuch des Hotels erkannte ich die Handschrift eines gewissen Ted Stryker. Das war er. Ich konnte es fühlen. Der Entführer, den ich jagte. Ich legte meine Schlagringe an und eilte zu seinem Zimmer. Schlagringe. Oh, noch Mike Segis. Irgendetwas an dem Namen Ted Stryker kommt mir vage bekannt vor. Schön. Hotelrechnung. Eine Hotelrechnung, die auf den 21. bis 25. Dezember 1928 datiert ist. 531 können wir uns schon mal versuchen zu merken. 301 sehe ich hier. 2125. 2125-28 vielleicht. Ne? 07. 2550-25. Das muss man sich ja alles schon mal irgendwie zwischendurch aus merken. Oh nein. Längerungsschnur, aber... Für dein E-Moped, Chedan, das kann durchaus sein. Stell ich mir das vor. Einer vorne, ne, du vorne und einer sitzt da hinten drauf mit der Kabelschnur in der Trommel in der Hand. Und. Der hinten, der macht ja die ganze Zeit auch mal die Motorengeräusche. Keine Schlüssel dabei. Wirkte fast so, als könnte mir doch noch irgendwas machen. Ich brauche diesmal aber die Schlagringe nicht. Ich habe einen Revolver, ich habe eine Schrotflinte, ich habe eine MP. Und wenn es richtig cool kommt, dann kann ich vielleicht irgendwann die Schrotflinte und die MP Akimbo benutzen. Das wäre doch cool. Bedeutet Akimbo zweimal die gleiche Waffe? Aber auf jeden Fall beidhändig. Spoots. Schlüsselgegenstand. Visitenkarte. David Thornhills Visitenkarte. Das kennen wir. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Ich muss ihm gefolgt sein. Aber wohin? Hey. David? Johann David? Eine Seite, die aus dem Telefonverzeichnis für Geschäfte herausgerissen wurde. Schätze mal, das werde ich hier auch noch mit drauflegen müssen. Chateau Sanatorium New Orleans, nein. David Internatsschule, ja, das wird sein. Eine Notiz sagt $350 für das Kingsport Gemälde. Hier ist auch wieder David. Zahlen die Seiten, die passen aber so rum ein. Ich auch nicht.
aha. Tallahassee? Das stimmt. Er war auf der Flucht. Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen, um in Tallahassee etwas Besseres zu finden. Er nahm seine Tochter mit, gegen den Willen ihrer Mutter. Darum hat sie mich angeheuert. Aber ich habe ihn aufgehalten. Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt. Pearl River. Da habe ich sie dann eingeholt. Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe. Aber ich sehe es immer noch nicht. Was habe ich vergessen? Und was hat das Ganze mit Jeremy zu tun? Monopede de Born. Das ist halt auch so das nächste Ding, ne? Schaut mal, der rote Faden zieht sich immer noch weiter lang. Geht ins Wasser. Das heißt, sie werden auf jeden Fall einen Umweg gehen. Aber was zum Deibel bitte hat das Ganze mit Jeremy zu tun? Das ist, naja, noch nicht so ganz klar. Dank ab und Gabeltrommel ran. Ja. So, elektrische Antriebe, ja. Ja. So kleiner Dynamo. Cheddar, das ist doch dein Ding. Wenn er nicht reicht, machst du halt einen zweiten Dynamo. Und dritten und vierten, bis du genug Strom produzierst. Ich gebe doch nicht mehr Kronleuchter weg. War die überhaupt noch? Kurz mal auf Nummer sicher gehen. Oh. Hm. Aber nicht mehr. Okay. Das heißt, wir werden uns der Brücke irgendwie von unten nähern müssen. Aber auch so nach so einer Brücke aus. Naja. Wohl, ne? Ich sag mal, wenn das eine Eisenbahnbrücke von uns wäre, würde ich sagen, na, noch so 20 Jahre, ne? Mindestens. Und noch Wieben. Den Abend. Wenn man darüber nur mit Schrittgeschwindigkeit fährt, damit sicher auch noch 50 Jahre. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Tja, darüber oder nicht? Hier scheint es höher zu gehen. Das heißt, ich gehe mal erstmal hier lang. Das sieht eher nach dem optionaleren Weg aus. Heißt er Wieben oder heißt er nicht? Hallöchen! Profanes Totem. Ja, sehr profan. Eindeutig. Ich habe viele Totems, Toteme, Totis. Habe ich schon in meinem Leben gesehen. Und keins war so profan wie das da. Also eine kleine MP im Anschlag mit 47 Kugeln total. Das bringt schon ein bisschen Selbstsicherheit. Ist genau der richtige Zeitpunkt, um vielleicht den ein oder anderen Anruf beim Finanzamt zu erledigen. Oder bei der verschollenen Liebe. Tomaten. Züchte ich bald wieder GeForce. Die Setzlinge, ne, sind schon in Aufzucht. Im Gaschen. Auf dem Fensterbrett. Da hilft dir auch ein Totem nicht. Sondern. So. So. Oh nein. Es war die ganze Zeit über sie.
Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel. Ich kann... Ich habe wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen? Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht, ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie das geht. Was soll das? Eine Art von Schuldeingeständnis, vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Okay. Kann ich sie wirklich retten? Es ist alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Spring runter? Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Was? Wieso springt er denn nicht? Es gab bei dem Haus ein Boot. Dort, wo ich reingekommen bin. Wenn ich die Brücke heben kann, sollte ich zum Auto kommen können. Wieso springt er denn jetzt nicht einfach? Verrückt. Ist mir jetzt nicht so ganz klar. Das heißt, wir haben damals die Kleine gerettet, den Vater aber nicht. Ja, doch alle Zeit der Welt, ja gut, ne? Wer weiß, was davon hier auch alles real ist, ne? Also insofern... Hey! Aber wie wahrscheinlich ist es denn bitte, dass wir in so einer Anstalt landen, und davon, wie viele sind es? 4, 5, 6 Patienten. Einmal das kleine Mädel dabei ist, die in einem Fall von uns eine Rolle gespielt hat in früheren. Die Brücke muss von hier gesteuert werden. Nichts passiert, als würde etwas sie festhalten. Gehen sie wieder zurück. Also, jetzt sollte ich das Boot unter der Brücke durchsteuern können. Oh, ist das okay? Ich hör's doch, die komischen Viecher. Kackvögel. Ich wusste es. Überall Kackvögel. Er zieht sich durch wie ein roter Faden, ich sage es euch. Lege das Boot beim Haus zum versinkenden Auto.
lange würgen oder zwischendurch ein bisschen draufschlagen, ne? Das geht schon. Sprengen. Ich glaube, ich brauche noch einen kurzen. Der ist noch hier. Die einen eher einfühlsamer, die anderen eher ein bisschen wilder. Und die anderen, wie der andere, nehmen gleich die Kabeltrommel. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie nicht weg. Was zur Hölle haben Sie getrieben? Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an. Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Dorsetto einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily, keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Ja, mir ist ein Insasse, ja. Da ist zu viel... Da sind zu viele Zufälle mit dabei. Das macht keinen Sinn. Oder? Würde ich schon sagen. Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace dagegen. Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Ey. Das ist ja übel. Besuche Dr. Gray in seiner Wohnung. Okay. Können wir machen. Perosis Zimmer, Jeremys Zimmer, Dr. Grays Wohnung. Hätte gesagt, wir versuchen jetzt nochmal mit Grace zu reden. War ja so klar. Nein, ich will die Map öffnen. Da sind wir. Wir müssen erstmal rüber. Und rüber dann hart rechts. Nein! Ich bin gefangen.
ist doch gerade die Farbe. Irgendwas ist mit der Farbe schlecht. Uni haben wir noch? Wie bei Star Trek. So bei der ganz alten Serie. Da ja wirklich händisch noch diese Türen geöffnet wurden. Irgendwo hier im Stockwerk drüber, so in den Zwischenbereichen oder so, da sitzt immer einer und... Mein Spielrausch. Grafikkarte benötigt neue Farbe. Ich glaube auch, ne? Wird Zeit für neuen Treiber. Die Farbe ist wieder da. Detective, bin ich froh, Sie zu sehen. Schließen Sie bitte die Tür ab. Ich glaube nicht, dass Dr. Gray davon begeistert wäre, dass wir hier herumschnüffeln. Was geht hier vor sich? Das fühlt sich alles so seltsam an. Schätze mal, ich habe die alten Teile ja nicht gespielt, aber das hier wird wahrscheinlich so eine gewisse Hommage an die Steuerung und Perspektive der alten Teile sein. Würde ich mal doch denken. Da fehlt ein Buch. Falsches Buch. Es ist ein ausgehöhltes Buch. Was haben Sie getan? Ich habe nur eben die Bücher neu arrangiert. Nun kommen Sie, sehen wir uns das an. On Ecky Splasher. Spielzeug-Talisman? Okay. 2 von 3. Sauber. Sauber. Okay, sonst kann ich tatsächlich auch nichts machen. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Dr. Gray arbeitet hier mit einer Art Massenhysterie. Neue NDDR-Farbpatronen kaufen. Sagt er. Ja, genau. Nicht so laut. Nicht so laut. Tu das nicht. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Hartwood. Ich bin wegen Ihres Bruders Philip hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja. Sie kommen aus der Sato, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwimmt mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber das Ihnen wichtig ist. Juan? John? Wer ist John? Nein, Juan Luis Jorge. Warten Sie kurz. Hier, schauen Sie sich das an. Ist er... Oh, ist er der Autor? Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Mein allerbester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft? Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen? Nein. Naja, es gibt noch Jacob. Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob van Ostad. Das ist also Ihr guter Freund? Oh nein, Doktor. Ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft.
Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, ihre Manie, behandelt werden muss, damit sie ein normales Leben führen können. Ich weiß, dass ihre Familie es den Hardwood-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert, an ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar? Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Yeah! Bitte, Mr. Hardwood, beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Oh, zerbrechen Sie sich darüber nicht Ihren süßen Kopf, Miss Hardwood. Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Ich glaube, sein Auge... Oh. Die Spuren auf dem Boden sehen aus wie Talisman-Positionen. Aber aus welcher Richtung sollte ich sie mir ansehen? Den Schrei müssen wir uns auf jeden Fall aufheben. Er musste dabei auch an Was Gollum haben Sie denken. Da über Massenhysterie gesagt? Der Shadow scheint einen geisteszersetzenden Effekt auf alle zu haben, die in der Nähe leben. Es hat eine Vorgeschichte mit Kulten, die hier entstanden sind und eine Naturgottheit angebetet haben. Sogar der Name der Shadow bezieht sich auf einen Kult, der vor dem Bürgerkrieg hier wirkte. Der Shadow war der Name einer antiken Fruchtbarkeitsgöttin, die in Syrien angebetet wurde. Dr. Gray und seine Freunde scheinen allerdings die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen vorzuziehen. Und dieser Name kann nur dem verdrehten Verstand meines Onkels entsprungen sein. Okay. Der Schlangendolch. Eine Monographie von Jael Klein. In Ludwig Prinz' Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nicolas Wache, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurmdolch zu nennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermes Cultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz Buch De Vermis Mysteris wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Wachis große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Synekdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Wachi mit seinem Patron scheint es, als hätte Wachi mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Wachi hatte Prinz Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, sowie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Wachi sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinz Buch zu beschreiben versucht. Das ist der Dolch, den wir im Inventar haben. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir: Der Schlangendolch vergiftet den Vergiftenden im Opfer und führt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Wachis Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen. Dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form,
sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn, dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt. Was zur teilweisen Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Ja, versteckt sich da noch was? So irgendwo in der Ecke? Ich kann das auch nicht. Wir können mal plaudern. Können wir mal zurückgehen? Ein Schlüssel. Möbelschlüssel. Ganz genau. War das die ganze Zeit über schon da? Ob ich hiermit irgendwas öffnen kann oder drüben? Schreit lang wie der Metro Goldwyn Wire. Ich musste eher an Lord of the Weed denken. Gollo. Bierschiss. So. Ah? Ah! Da ist nicht allzu viel. Schade. Glauben Sie, dass alle bei dieser Kultsache mit drin hängen? Auch Jeremy? Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch eine Wahl haben. Wir müssen einfach einen Weg finden, das alles aufzuhalten. Gut. Wenn Sie das sagen. Hallo? Detective Carnby? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schattenmann. Sie können ihn Tja, nicht ich retten. Ich habe bislang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Sehen uns bald. Okay, da müssen wir aber erstmal nochmal neben anschauen. Okay. Ich nutze die Magie des Handys und mache mir davon ein Foto. Das aufzumalen würde jetzt einfach auch ein Stück zu lange dauern. Insofern machen wir mal eben den hier. Bootsy die Bootsy. Dann wieder rüber. Es ist schon gar nicht so verkehrt, dass es mittlerweile andere Steuerungen und Perspektiven und was auch immer gibt, oder? So. Ich hoffe mal, das ist so rum. Durch den Schrank gehen. Mal gucken, ob sie jetzt noch da ist überhaupt. Ich würde wetten, nein. Geht es Ihnen gut? Sie sehen verstört aus. Nur dieses
dämliche Telefon. Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitung ist vollkommen tot. Es ist nicht... Ja, nein, das Telefon ist kaputt. Können wir Sie nicht darauf hinweisen, dass sich in dem Schrank gerade ein Tor zu einer anderen Dimension geöffnet hat? Oder zu einem anderen Ort? Das wäre doch die naheliegendste Information, die man jetzt als erstes teilen würde, oder? Aber nein, wir sagen dazu einfach gar nichts und gehen einfach los. Ah! Alter, zieh los. Miss Hartwood, ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Danke. Ist etwas in dem Schrank? Ja, sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach... Nach was auch immer Jeremys Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört? Ich verstehe nicht. Soll das eine Modemetapher sein? Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen das nicht? Na gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Nein. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht... Adieu, Miss Hartwood. Müssten wir jetzt nicht trotzdem weg sein? Also das müsste ihr doch auffallen. Ich hätte sie ja zumindest jetzt noch darum gebeten, dass sie zuschauen soll, wie wir verschwinden. Ja, wir scheinen im Bauch eines hölzernen Schiffes zu sein. Es schneit. The Terror. Nordwestpassage. Stimmt, vorhin lag er ja auch einfach nur in der Badewanne. Jetzt hocken wir im Schrank. Niemand kriegt meine Knabbereien. Wir haben eine neue Waffe, eine Leuchtpistole. Ja genau, Chiller. So war's bei uns auch. Terror, erste Staffel, geil. Zweite Staffel. Mit irgendeiner Japaner-Oma. Wir haben das antike Stellarium gefunden. Es hing über einer Klippe am Polarmeer. Zuvor waren wir einen Tag lang vom Eskimo-Lager nach Norden gefahren. Jacob von Ostert war das kühnste Mitglied der Expedition. Er war auf der Suche nach dem Ursprung eines besonderen kristallinen Metalls, das in mehreren heiligen Artefakten der Eingeborenen des nordöstlichen Grönlands vorkommt. Diese Stätte war für jeden Entdecker ein besonderer Fund gewesen. Und wir waren alle voller Entzücken, waren wir doch auf der Suche nach Erleuchtung. Was von der Struktur übrig war, schien fast nicht von dieser Welt und wirkte hochentwickelt. Das Metall, nach dem Jacob suchte, gab es hier in Hülle und Fülle. Wir waren so begeistert von unserem Fund, dass uns der Sonnenuntergang überraschte. Als wir schnell unsere Ausrüstung einsammelten, um zum Lager zurückzukehren, erklärte Jacob von Ostert mit einem Mal, dass er bleiben würde. Er war nicht davon abzubringen. Wir flehten ihn an, sich das noch einmal zu überlegen. Es würde mit jeder Stunde kälter werden und wir alle waren um unsere Sicherheit besorgt. Jacob weigerte sich und drohte uns mit Gewalt, sofern wir ihn nicht in Ruhe lassen würden. Als der Schneefall immer schwerer wurde, überließen wir ihn seinem Schicksal. Das Wetter verschlechterte sich am Folgetag noch und wir mussten Stunden damit zubringen, unseren Unterschlupf zu verstärken, denn unsere Zelte waren jetzt so gut wie nutzlos. Die Gruppe hatte Jacob abgeschrieben. Er konnte das nicht überlebt haben. Ich hatte den Drang, noch einen Versuch zu unternehmen, um ihn zu retten. Also machte ich mich auf den Weg, als die Dunkelheit hereinbrach.
Mit einigen Leuchtfackeln brach ich zur Küste auf und begann zum Stellarium zu klettern. Und dann sah ich ihn. Er starrte zu einem brennenden Himmel empor, zu einer himmlischen Laterne. Jacob kippte um und stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, der mich mit Angst und Mitleid erfüllte. Er schrie in Todesqualen, denn die Kälte hatte sein Fleisch zerfressen. Ich rief seinen Namen und er wandte sich zu mir um. Sein leerer Blick ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Er sagte: »Sie müssen jetzt gehen, Herr Stern. Gehen Sie und kehren Sie nie wieder zurück.« Also ging ich. Ich denke mal, zu diesem Astrolabium oder so ähnlich werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal gehen. Besuchen die Dubel. Ziemlich kalt. Es ist eigentlich eine super special Waffe, die wir haben. Ich verballer die ganze Muni nur. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Maschinengewehrpatron. Andere nicht sterben? Der hat ja gesagt, er soll gehen. Sieht das cool aus. Hey, Sie!
Was machen Sie hier? Was ist das für ein Ort? Kehren Sie um, Detective. Sie sind hier nicht willkommen. Hey, ganz locker. Ich bin nicht Ihr Feind. Oh, Sie liegen falsch, Detective. Ganz falsch. Ja, bleib stehen beim Nachladen, genau! Hier leuchtet nicht mehr. Natürlich der Stier. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht wolltest, dass ihre Sterne richtig stehen, Jeremy. Oder vielleicht ist es auch genau das, was nötig ist, um ihre Manie in den Griff zu kriegen. Fight! So ein bisschen Reise nach Jerusalem. Auf jeden Fall Schaden. War da ein kleiner Benzinkanister? Nein, das war ein Ziegelstein. Und ich bin festgesetzt. Ich habe keine Kugeln mehr.
Jeremy? Ich habe alles getan. Bist du zufrieden, du dummer Scharlatan? Was willst du noch von mir? Soll ich meinen Verstand verlieren? Gütiger Gott! Doktor! Baptiste! Schnell! Mein Gott, was sollte das, Compère? Okay, ich glaube, wir haben die Zimmerdame gerade geschlagen. Kaffee für Rebecca? Sind Sie wach? Sie sind wach. Mr. Canby ist wach. Hey, mein Freund. Ich dachte, Sie würden den Rest der Nacht schlafen. Gesellen Sie sich doch zu uns. Es gibt auch noch Gumbo. Schön, dass Sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber... Sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Gray geschlagen. Sind Sie okay? Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Compère. Wollen Sie versuchen aufzustehen? What? Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, Detective? Ganz prächtig. Und Ihnen beiden? Hey, Jeremy, ich habe Ihnen nicht zu arg wehgetan, oder? Alles ist gut. Alles ruhig. Was ist mit ihm? Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halbblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Okay. Jetzt haben wir ihm das Ding ins Gehirn gerammt. Weiß Emily über Jeremys Zustand Bescheid? Ja. Sie scheint recht gut damit umzugehen, den Umständen entsprechend. Will sie Jeremy immer noch aus der Shadow wegholen? Ich muss darauf bestehen, dass sie das tun. Wir sind hierfür nicht die richtige Einrichtung. Jeremy? Halten Sie noch einen Moment durch, okay? Wir fahren bald nach New Orleans zurück. Oh, gut. Ich vermisse die Lichter der Stadt. Also, er reagiert und so, ne? Also, ist nicht so, als wäre jetzt komplett Brei im Kopf, aber... Er klingt so ein bisschen so, als wäre er irgendwie, ich weiß nicht, vom 120er IQ auf den 20er IQ gefallen. Oh... Hey, Ruth. Gut zu sehen, dass Sie zurück nach The Shadow gefunden haben. Ebenso, Detective. Aber bleiben Sie doch für die Feierlichkeiten. Es ist nicht der Mardi Gras, aber schon ganz ordentlich. Haben Sie Emily gesehen? Ich habe vor einer Stunde gesehen, wie sie Sachen in die Karre geladen hat, in der sie angekommen sind. Ich bin mir sicher, sie hat noch nicht aufgegeben. Ich glaube noch nicht, dass das das Ende ist. Irgendwas wird gleich noch passieren. Man sieht sich. Ich freue mich schon darauf, Detective.
die waren ja noch mit diesem Kultgedöns, da hatten wir ja noch ein bisschen mehr, sie erwacht und so, da war ja noch was. Und ihr haben wir eins übergegeben, ne? Nee, ihr haben wir eins übergedrückt. Meine Güte, wir haben uns nur Freunde gemacht, ne? Dem einen ins Auge gestochen, die andere mit dem Revolver verprügelt. Nice. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Detective. Nehmen Sie doch etwas Gumbo. Danke. Ich esse ihn später. Sieht so aus, als wären alle recht gut gelaunt. Die Johannisnacht ist das wichtigste Datum im ganzen Jahr. Es ist der einzige Tag, an dem die schwarze Ziege der Wälder ihre Jungen hegt. Also ja, den Kult und so, da haben wir drüber gelesen, aber ist hier doch noch an... Nee. Nee. Hier ist gar nichts normal. Ich gehe Emily suchen. Machen Sie sich um sie keine Sorgen. Sie würde ja nicht ohne sie gehen, oder? Ist gar nichts normal. Nie im Leben. Reden wir erstmal mit Compare. Vielleicht hat er... Vielleicht hilft er uns ja, wenn die Kacke gleich am Dampfen ist. Wonach suchen Sie? Ich halte nur Ausschau nach dem Sturm. Im Radio hieß es, er könnte heftig werden. Ist der nicht schon über uns, der Sturm? Wissen Sie, wo Emily ist? Sie packt ein paar von Jeremys Sachen ein. Sagte, dass sie ihn wegbringen will. Ich bin mir sicher, sie holt sie, wenn sie soweit ist. Dann sollte ich mich besser aufmachen. Man sieht sich, Compère. So, jetzt reden wir mit ihr. Das war das schwierigste Gespräch. Oh, sieht gar nicht solidiert aus. Das ist ein beeindruckender Raum. Beeindruckender, als Sie sich ausmalen können. Wie gruselig ist das schon? Moin, Wookie. Also, wie läuft das jetzt? Tanzen Sie alle singend im Kreis? Für das Ritual, meine ich? Bleiben Sie doch und finden Sie es heraus, Detective. Vielleicht tut es Ihnen gut. Oh, Jennifer. Sie haben nicht zufällig Emily gesehen. Nein, Detective. Habe ich nicht. Na schön, sagen Sie es mir. Was zur Hölle wird hier passieren? Jedes Jahr haben wir so eine kleine Zeremonie beim Baum, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es ist symbolisch, symbil. Also im Leben gibt es einen Kreislauf von Trauer und Glück, wissen Sie? Genau wie ein Baum die Jahreszeiten durchlebt. Dinge ändern sich, aber bleiben auch gleich. Also ist es im Grunde neuer, nur mit einer Baummetapher. Genau, Sie sind so schlau. Es geht um neue Anfänge. Ich meine, wer könnte eine so positive Nachricht besser gebrauchen als ein Haufen Verrückter wie wir? Einige von euch glauben, dass es dieses Jahr etwas Besonderes sein wird. Eine Ahnung warum? Nun, wir haben ein paar neue Worte, dank Ihrem Freund Jeremy. Und auch andere Änderungen am Programm. Sagen wir einfach, dieses Jahr geben wir alles. Können wir mit ihr überhaupt reden? Hey, Kleiner. Was machst du da? Die Feier vorbereiten. Ich will Mutter nicht enttäuschen. Ja, okay. Aber was genau machst du? Und welche Rolle spielst du dabei? Ich bin die Cabri San Korn. Das ist sehr wichtig. Ich allein kann unsere Schuld tilgen.
Also ja, vielleicht wird sie wirklich geopfert. Weißt du, ich hatte daran gezweifelt. Aber du bist hier am richtigen Ort, Grace. Ich glaube, du hast recht. Ausnahmsweise. Noch jemanden gibt, mit dem wir noch plauschen können? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Okay. Also ganz ehrlich, so richtig nach Party sieht er aber trotz allem nämlich aus. Ne? Jeder irgendwie so in seiner eigenen Ecke, jeder macht so irgendwie so sein eigenes Ding. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Boss, gut oder nicht, wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc, setzen wir alles. Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns die Gnade. Seid ihr verrückt? Was ist, was geschehen muss, Compère? Detective, nimm sie meinen Onkel weg! Jeremy, kommen Sie mit! Hierher! Jeremy, kommen Sie mit! Hierher! Nein! Es muss noch ein Opfer geben! Wir werden sterben! Komm schon, Jeremy. Alter! Halt die schwarze Ziege der Wälder auf. Ich darf dieses Monster nicht aus The Shadow entkommen lassen. Ich muss es aufhalten. Alter, was ist hier passiert? Moin, Matrixon. Alter, scheiße. Okay, was haben wir noch? Naja, es geht so halbwegs, würde ich sagen. Jetzt ist Paul. Ja, also jetzt so. Wird auch so.
Riesig sein. Was machen, aber ich weiß nicht was. Wie am Boden. Das elendig lange Nachladen, das killt mich. Schatzmeister. Moin, Timo. Komm, richtig riesiges Teil. Das Ding kommt nochmal wieder. Jetzt 10-mal so groß. Detective! Was zur? Ich wollte es Ihnen sagen. Es gab so viele Beweise. Ihre Hingabe zur schwarzen Ziege war größer als alles, was ich je erlebt habe. Ich kam mir so dumm vor, dran zu glauben. Aber gut, dass ich es tat. Geht es Ihnen gut? Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht.
Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Na schön, bereit nach New Orleans zu fahren? Komm schon, Jeremy. Wir gehen. Darf ich mit? Ich dachte, du müsstest nicht gerettet werden. Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Einmal die ganze Hütte abgerissen. Kleine Sau, die schon mal. Nee, die sind alle. Aber so wie wir jetzt am Ende darüber reden, scheinen wir sowas auch häufiger zu erleben, oder? Richtige Entscheidung übrigens, gestern das nicht weiter durchzuziehen, nur mal so nebenbei. Das heißt, ich wäre irgendwann um, weiß ich nicht, warte, halb zwei oder so wäre ich immer durch gewesen. Ja, nice. Der von uns sagt nochmal, ich, Schatzmeister, definitiv. Ich und sonst niemand auf der Welt. Schönes Ding. 9 Stunden 16 haben wir gebraucht. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt gäbe dann natürlich noch den Run mit dem Hardwood, nicht wahr? Mal eben was gucken, mal so nebenbei. Das kriegen wir heute aber nicht hin. Das dauert definitiv zu lange. Vor allen Dingen, die nächsten zwei Tagen kommen ja noch ein, zwei Spielchen jetzt raus, ne? Dragon's Dogma 2, Wrath of the Ronin. Kommt beides quasi morgen. Das heißt, da ist eh erstmal relativ voll. Das heißt, den zweiten Run würde ich mir ganz gerne aufheben wollen, wenn wir den dann halt recht entspannt machen können. Ohne, dass da irgendwie vielleicht zu große Pausen oder so dazwischen sind. Ich bin mal gespannt, was das für eine Bewertung bekommen hat. Weil ich habe ja die Vorgänger nicht gespielt. Ja? 180 ist aber nicht viel. 72% ist tatsächlich auch nicht so viel. Also ich würde dem Spiel deutlich mehr geben. Ich fand es ziemlich gut. Mein Klarer, ne? Aber wenn man jetzt beide Durchläufe dann am Ende nimmt. Sie fanden es ziemlich gut. Ich finde es ein bisschen interessant, dass es nur 180 Bewertungen gibt. Wäre das nicht so gut verkauft? Weiß ich. Also ich finde es sehr gut. Mir hat es megamäßig viel Spaß gemacht und ich freue mich auch drauf dann. Ja, irgendwann wahrscheinlich dann demnächst. So viele Spiele kommen ja nicht, spätestens im Sommer oder irgendwann dergleichen. Dann auf jeden Fall auch nochmal den zweiten Run dann mit der Hardwood zu machen. Das könnte schon. Ich werde die Frau noch spielen, ja, Peren. Werden wir machen. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Weil, wie gesagt, ich will die Spiele nicht zerreißen. Ne? So wie gestern und heute, da kann man das dann so halbwegs machen, ohne dass irgendwas komisch dazwischen noch kommt. Aber wenn ich jetzt nochmal so an die 10 Stündchen oder so spiele, kommen die Dinger da morgen. Da hat er keine Eile. Das läuft uns ja nicht weg. Und jetzt haben wir es das erste Mal durchgespielt und Run 2 kommt bestimmt. Wenn ich so an Resi 2 denke zum Beispiel, da habe ich wie oft habe ich Resident Evil 2 gespielt, das Remake? Auf jeden Fall sehr häufig. S of P gespielt. Nee. Das ist, Souls-like-Spiele und so sind nicht so richtig meins, Matrix. Und war es noch nie. Schiebespielchen. Was? Schiebespielchen? Was?
Ich fand's cool. Hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, es wird ganz gut verkauft. Ich habe halt die Vorgänge nicht gespielt, deswegen hatte ich so ein bisschen gedacht, gehofft, dass da ein bisschen was passiert. Dass er da vielleicht so ein Stück weit draus schlau werden. Irgendwie, keine Ahnung. Fangen wir denn hier? Executed poorly, ja gut, keine Ahnung. Special Animation is dead, what? Was? Jetzt nicht. Was? Weil irgendwann ist er durch die Map gefallen. Das ist natürlich eklig. Das ist natürlich, sowas ist natürlich echt gemein. Aber puh, ne? So alles in allem, also fand's ganz geil. Achso, Lies of P. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass es ein Souls-like-Spiel ist. Matrix-Man und Souls-like-Spiele sind nicht meins. Wirklich nicht. Deswegen, Lies of P ist nichts für mich. Ganz sicher nicht. Es gibt zwar eine Fanbase, aber es hat ewig gedauert, bis jetzt wieder mal was Neues kam. So Alone in the Dark. Also wie gesagt, Vorgänger nicht gespielt. Das ist mein erster Teil aus der Serie und ich fand es sehr gut. Mir hat das megamäßig viel Spaß gemacht, gestern und heute. Das ist wirklich eines der besten subtilen Horrorspielchen, die ich da so miterlebt habe. Plus dann auch eine gehörige Portion Action mit dabei. Also das alles in allem, finde ich, war wirklich gut. Nice. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Muss ich doch sagen. Auch noch Slenderman. Wie gesagt, müssen wir mal gucken. Irgendwann schätze ich mal in den nächsten Wochen oder so, werden wir dann an einem guten Zeitpunkt, bei dem wir zeitlich den Rücken frei haben, so ein Stück weit, werden wir uns dann einfach den zweiten Run noch angucken. Dann mit Madame Artwood. Nicht wahr? Was haben wir denn? 2039. Hoffe, wie es dir so gefallen hat. Ja, hat es, Timo. Wirklich schön. Kein Problem, Matrix, Mann. Ich hatte auch irgendwann mal A Sinking City an. Das habe ich schon gespielt, Peter Pan. Das hat mich. Sinking City hatte ich gespielt. Das hatte nicht hundertprozentig mein gespielt. Fand ich das hier schon deutlich angenehm. Man merkt halt aber auch, dass das hier einfach eine größere Produktion ist, ne? Also das ist schon deutlich vielseitiger auf allen möglichen Ebenen im Vergleich zu anderen Spielen, die so in dem Genre da so umherwabern, die aber nicht umsonst nicht mal die Hälfte davon kosten. Das sehe ich schon, hier ist eine ganze Menge mehr Produktionsgeld geflossen. So. Ich werde heute nichts mehr machen. Frühen Abend gönnen. Das Wochenende wird schon voll genug. Samstag ist ja auch volles Programm und so weiter. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, was da so für Spielchen auf uns zukommen. Spätestens wenn Dragon's Dogma 2 was für uns ist, dann werden wir Spielzeit noch und nöcher demnächst bekommen. Aber ja, ist glaube ich schon gar nicht so verkehrt. Jetzt hast du heute wieder den ganzen Tag an Steuer, Gedöns und allem. Blizzard-Account übrigens, gibt's auch witzige Neuigkeiten mal so nebenbei. Also ich werde ihn wahrscheinlich wiederbekommen, aber es ist eine Odyssee. Inklusive so kleine Geschichten, wie dass ich mich damals, den habe ich ja schon ewig, den Account als Kind irgendwie ganz komisch anders genannt hatte und sowas. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr witzig. Aber es wird wohl was werden, weil ich noch eine ganze Menge Serienkeys hatte, also von Spielen, die ich benutzt habe und so weiter, komme ich da höchstwahrscheinlich ran. Und noch eine kleine witzige, interessante Variante. Ich musste mein Passwort ändern bei meinem Internetanbieter. Das ging online nicht, wegen der Fehlermeldung. Hab da angerufen, dass ich das bitte gerne hätte. Machen sie. Und dabei ist klar geworden, dass ich bei meinem Kabelanbieter, um den dreht sich dabei nämlich, dass ich von einer 100er-Leitung auf eine 1000er-Leitung wechseln kann. Und zwar, jetzt haltet euch fest, für denselben Preis. Und zwar nicht nur am Anfang, sondern dauerhaft. Das heißt, ich bekomme bald für, ich glaube 33 Euro waren es oder 35, eins von beiden, bekomme ich eine 1000er-Leitung. Mal gucken, wie viel davon nur noch wirklich ankommt. 1000er Leitung. Das fand ich schon sehr interessant. Aber ja, wie gesagt, war auch ein recht arbeitsreicher Tag, so drumherum. Und das Wochenende wird voll genug. Das heißt, ich gönne mir den früheren Abend, werde jetzt wahrscheinlich noch mit meiner Freundin zusammen, wenn sie noch wach sein sollte, eine kleine Folge Walking Dead oder so weiter schauen und mich dann köpflich und mental schon mal darauf vorbereiten, auch mit Streammaterial und Thumbnails und was ich was.
das, was da morgen kommt. Nämlich morgen kommen 2 neue Spiele. Wir werden morgen Dragon's Dogma spielen, dann schon um 9 Uhr. Wir werden morgen dann Abend Rise of the Ronin spielen, auch ein neues Spielchen. Morgen kommt Stickle und das Wochenende auch. Mir hat es, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch, dass er dabei war und allem und drum und dran und wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und für alles. Joker? Oh, gute Idee! Dann werden wir nochmal raiden, zumindest auf Twitch. Bei YouTube geben wir das ja nicht. Dann gucken wir uns mal den Joker mit her. Warte. Die wird er mir nicht angezeigt. Das ist doch gar nicht online. Shit. Ach, ist er. Joker mit Herz. Hä? Angezeigt. Da ist er, jetzt haben wir ihn. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Joker. Und sage mal so. Dann, wie gesagt, bis morgen, 9 Uhr. Und da werden wir dann Dragon's Dogma 2 spielen. Abends dann Rise of the Ronin. Spaßibus. Und grüß den Joker lieb von mir. Ich wünsche euch ansonsten, wie gesagt, angenehme, gute Nacht.